Aber auch immer nur wieder mal für unnötiges Zeug. Gut, dass die nicht hochfliegen können. Ja. Aber ich glaube, das sind auch wirklich die seltensten Gegner, die wirklich frei hochfliegen können, sondern die bleiben immer nur so ein bisschen über dem Wasser oder über dem Boden. Natürlich. Surprise! Kann ich damit irgendwas machen? Können wir einen richtig epischen Boss mit epischer Cutscene kriegen? Je nachdem, vielleicht jeder Chef aus diesem ganzen Gebiet. Hilfe! So. Ah ja, wäre schon episch. Sieht seltsam aus. Schade. War hier draußen nicht gerade noch jemand? Bin mir sicher, ich habe hier draußen gerade noch jemand gesehen. Ist der hier reingegangen? Ne, hier ist auch nichts. Huh. Okay. Hallo. Kommen Sie mal her. Gehen wir erstmal hier hinten lang. Da, den da habe ich gesehen. Und tschüss. Stabben? Nein. Yo! Was? Okay. Der hat mir einfach seinen Ellbogen ins Gesicht gedrückt. Mit erhöhter Geschwindigkeit und nicht gerade nett. Ah, hier war der Lagerraumschlüssel. Was? Hallo? Who art thou, stranger? By the look of thee, another of Mesmer's peons, methinks. Tell me, does thy kind never weary grow? How do these old bones fascinate thee yet? Our lands were by thy kind set aflame, our tower by thy kind veiled in shadow. Thou camest, robbing us of all, spoiling all. Have ye not basked in these deeds long enough? Listen, progeny of the Wanton's trumpet. For thy sins thou shalt have thy recompense. The sacred beast shall unleash its ire. Till then, with this old hag, do what thou wilt, for all the good it'll do thee in the end. Okay. For what reason dost thou fall in it? Thou'st los. Was auch immer die möchte. Die will, dass wir sie töten. Hier ist auch sonst nichts weiter, wo bin ich auch schon waren. Einen Moment. Einmal wieder die Dunkelheit heraufbeschwören. Oh.
Ein bisschen Lore immerhin, ja. Okay. Dann gehen wir einmal zum Haupteingang und dann da den Aufzug hoch. Und dann mal gucken, wie wir wieder zu unseren Runen kommen. Ich kann ja eigentlich auch mal wieder mal so einen Runenbogen verwenden. Für ein bisschen mehr Stuff. So. Wir gehen mal diesmal hier rum. Ich guck mal, ob ich von hier aus vielleicht auch da hinten hin lande, wo ich gerade eben war. Birdie, komm mal her. Oh, stylisch. Muss ich eventuell sogar hier lang gehen? Na? Komm mal her. Was? Ich dachte, du wärst an mir vorbeigeflogen, Junge. Mach nicht diesen. Wo kommst du denn plötzlich her, was? Ah, guck mal. Da, wobei? Ne, der hat zwei Schwerter. Das ist nicht der Dude, der uns gekillt hat. Ist einfach hier hochgeklettert, was? Ich gehe jetzt erstmal kurz mal hier hoch. Oh, wait. Doch, hier in der Nähe. Was bist du denn für einer? Goldenes Horn und verehrte Geisterasche. Ich habe gerade gesehen, da kommt der Dude gerade wieder runter. Ja, leise sein ist die Devise. Wieder nach rechts. Junge, der wollte mir gerade in die Fresse boxen. Ist genau. Oh, oh! Der hat mir gerade mal eben 33.000 Runen gegeben. Aber ich glaube auch nur, weil der gerade geleuchtet hat von seinen Augen. Dementsprechend, die geben dann meistens, ich glaube, das Doppelte an Runen. Also ja. Das hat gut was gebracht. Guck, guck. Und tschüss. Einmal den. Einmal den. Den einmal block. Wie frech! Wait, was kam da von hinten? Wo kommt der denn plötzlich her? Ey, wie frech die sind. Die machen immer genau da, wo ich meinen Guard-Counter mache, einmal diesen Zauber hin. So. Ein paar Vögelchen, da können wir wieder ein Level abholen. So, weg mit euch. Ich glaube, so langsam sind wir auch relativ weit oben angekommen. Ah, sind wir jetzt da, wo die beiden fetten Skorpione waren?
Übrigens, das Spiel hat sehr große, haarige Skorpione, die super eklig aussehen für Spinnenphobiker. Oh no. Noch so ein Dancer. Ich sag's euch, Miyazaki hat gelernt, wie man tanzt. Und hat das hier auf die sein Spiel übertragen. Okay. Und einfach mal zerstört von diesem Tänzer. Wir haben viel zu viele Gegner, die einfach hyperagil sind. Wo einfach niemanden trifft. Meine Güte. Das Problem ist, wenn hier oben jetzt gleich ein Boss ist, muss ich doch jedes Mal an dem Dude vorbei, oder? Das ist fast noch schlimmer als die Monddame. Ne, hier oben ist ein Grace. Okay, alles gut. Ich würde mal behaupten, wir sind wahrscheinlich einem Boss sehr, sehr nahe. Oh, wen kann ich denn hier beschwören? Rotmähne Freya. Wir laufen jetzt aber einmal noch mal kurz runter. Da war nämlich noch eine Stelle, die ich einmal noch untersuchen möchte. Und ich glaube, dann ist es mal Zeit für einen Boss. Wieder mal. Einen richtigen, wichtigen Story-Boss. Wo wir sogar einen NPC beschwören können. Ich gucke mir das erst gleich einmal ohne NPC an. Und vielleicht rufen wir danach... Ach ja, stimmt, ich bin ja gestorben. Deswegen sind die alle wieder da. Und ruft danach mal vielleicht den. Einfach so für die Lore irgendwo. Aber du bist ja auch wieder da. Gibt's noch irgendwas? Nein, okay. Ich will nur gucken, was hier unten noch ist. Wobei, ich warte einen Moment. Aua, vielleicht soll ich nicht warten. Und jetzt plötzlich... In irgendeinem Haus plötzlich gelandet, hä? Ich wollte flüchten und bin eingebrochen. Schlüssel zum Brunnenboden. Oh. Ah, das ist die andere Seite von dem Raum. Aber da unten müssten wir gewesen sein. Größtenteils. Aber nicht überall. Weil hier ich noch Stuff sehe. Okay, dann haben wir glaube ich jetzt das hier oben soweit erkundet. Dann gehen wir jetzt einmal zurück zum Brunnen. Wobei, waren wir hier? In dem Baum? Nee, der war meint, hier waren wir noch gar nicht. Was? Wer redet? Wir werden invaded. Von welcher Seite? Oh Gott. Heilt jetzt erstmal wahrscheinlich. Jetzt hast du keine Heilung mehr und jetzt bist du tot. Okay.
einfach random invaded werden. Was haben wir jetzt da bekommen? Erhöht die Angriffskraft nach dem Sieg über einem Gegner. Oh, cool. Invader sind auch einfach nur noch Lappen. Ich habe einfach eine gute Taktik mit meinem Angriff, weil der die zum einen sehr gut auf Abstand hält und zum anderen halt einfach super gut Schaden macht. Wobei, füllen wir mal sich jetzt aber nochmal auf. Kann hier irgendwas aufmachen? Nein. Und NPCs lassen sich halt super leicht staggern mit einem Sprungangriff. Was super angenehm ist. Irgendwas Schönes hier? Schrei des Kummers. Ja, perfekt. Den übt Yuna gerade schon ideal. So, ist mal der Magier weg. Und dann der weg. So. Glaube. Dann sind wir jetzt erstmal hier wieder fertig. Ah, dann sind wir jetzt auch beim. Ja, wir sind beim Grace wieder. Perfekt. Ich bräuchte 13.000. Wir gehen immer schnell mal den Vogel umhauen. Vogel weg. Immer wieder witzig mit anzusehen. So, dann fangen wir mal an, mehr auf unsere Kraft zu setzen und mehr HP zu haben. So. Ich würde gerne noch in die Kanalisation. Ich glaube, das erste, ne? Ja, doch. Ich glaube, das erste und dann nicht durch den Shortcut durchgehen. Yuna aktuell leider ein bisschen quengelig. Sie hat letztens ihre ersten Impfungen bekommen. Dementsprechend. Ihr wisst ja, wie man so ist nach Impfungen. Dann hat man manchmal ein bisschen Fieber. Es tut ein bisschen weh. Das kennt sie ja noch gar nicht. Dementsprechend ein kleines bisschen weh. Aua! Da hat er mir einmal meine Wirbelsäule rausgeschnitten. Da hat er sie zum zweiten Mal noch rausgeschnitten. Und da hat er sie komplett rausgenommen. Okay. Dem Dude ab wegzulaufen ist auch irgendwie nicht so gut drin. Wirbelsäule. Also eigentlich hat es auch echt gut überstanden. Aber so ein, zwei Mal am Tag hat sie dann leider doch so ein klein bisschen mehr Liebe nötig. So. Dem habe ich jetzt auch die Wirbelsäule einmal rausgenommen. Uns mal an. Okay. War jetzt nicht so mein Plan, aber gut. Wo der Weg da noch hinführt, bevor wir hoch zum Boss gehen. Yummy. Ein Giftsumpf. Mh.
Okay. Das sieht aus wie so eine Arena, wo gleich ein Baumgeist mit Geschwüren rauskommt. Wobei, das Gift ist aber echt langsam. Also es lädt sich nur sehr langsam auf. Das ist immerhin sehr angenehm. Zack. Ich finde es ja super seltsam, dass einfach gerade nichts ist. Das ist das Allerverdächtigste von allen. Sag mal, zur Not habe ich zum Glück auch noch einen Zauber, der mir Gift heilt, wenn ich jetzt hier ein bisschen länger drin rumlaufen müsste. Da hinten kriecht irgendwas. Ich glaube, das waren einfach nur diese Fliegenmenschen. Oder die Fliegen-Gollums, wie es so schön auch im Chat hieß. Und da sind noch mehr von denen drauf. More Fliegi. More Gollums. Nein. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Verdammt. Das waren zu viele Gollums auf einmal. Sind da noch mehr in der Nähe? Oder haben wir alle erstmal? Ach, da oben ist einer am Rumspucken. Achso, in seine Kacke sollte ich auch nicht reintreten. Gut zu wissen. Was habt ihr da? Da! Ja. Könnt ihr mich bitte nicht von da unten alle anspucken? Moment. Einmal kurz mal das weg. Oh, ich sehe gerade mein Leben. Was? Wann habe ich so viel Schaden genommen? Ah. Ich sehe, wo ich so viel Schaden genommen habe. Deren Spucke tut einfach unheimlich weh. So, weg mit dem Gift. Habe ich das Gift jetzt einfach quasi aus mir rausgebrannt? Wenn es heißt, Flamme, heil mich. Und das alles nur für ein paar Giftpfeile. Haut schon gut rein. Ja, Junge, auf dich habe ich jetzt gerade nicht ganz so viel Bock. Vielleicht schaffen wir es so ein bisschen, um dich herum zu sneaken, das Item zu klauen und wieder abzuhauen. Ja, guck schon zu mir. Jetzt guckt er nicht nur zu mir, jetzt will er mich. Toll, nur für eine dumme Leber. Running in the 90s. Nein, da sind noch mehr von diesen Fliegenviechern. Eine giftige Hand, okay. Da, 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 da. Bitte lass es hier keine Sackgasse sein. Fuck, hier ist eine Sackgasse. Running in the 90s. Du, 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 du. Was? Okay, Junge. Einfach schnell hochklettern. Folgt er mir? Nein, er geht zurück. Okay. Sehr gut. Puh. Ah,
Hier sind wir jetzt gelandet. Dann haben wir da schon mal einen Shortcut hin. Das war ja ein interessanter Hof. So, einmal kurz wegmachen. Also, dann gehen wir jetzt einmal noch mal kurz runter und gucken noch, auf, ob hier ganz am Ende noch irgendwas war. Weil Mr. Dual Blade da hinten ist ja jetzt erstmal wieder weg. Ich möchte bitte ein Dark Souls Spiel, wo nicht alles so potthässlich ist. Code Vein ist gar nicht mal so hässlich. Also schon sehr viel hübscher. So. Haben wir jetzt alles hier unten? Hat Sven ja mal vor Ewigkeiten mal angespielt. Ah, nee, gar nicht. Hier eine Brücke waren wir noch nicht. Hilfe? Yikes. So. Falscher Knopf. So, jetzt mal das Gift einmal wegmachen. Ne, Code Vein ist die Anime-Version von Dark Souls. Hat zwar auch hier und da so ein paar eklige Gegner, aber im Prinzip sehr viel angenehmer. Achso, hier kommen wir her. Das heißt, wir haben die gesamte rechte Seite einmal schon mal. Inklusive dem Weg hier unten hin etwas schneller. Und sind da dann überall lang gegangen? Heißt... Uppala. Die komplette Seite fehlt jetzt noch. Moment. Das einmal. Das einmal. Und gucken wir uns jetzt hier weiter um. Still waiting for Baumgeist mit Geschwüren. Ich sag's doch! Sehr grüner Baumgeist. Verdammt, stand doch noch drin. Okay, noch überlebt. Kann ich auch mal hier weg? Oh, das tut weh. Aua. Der hat mir einmal ordentlich in die Fresse geslappt. So. Jetzt schnell das Gift wegheilen. So. Ja. Aber ich sehe zumindest keine Gegner hier. Das heißt, wir können uns ein paar Mal unser Gift noch wegheilen, snappen uns alle Items und dann hauen wir ab. So oft wie der kommt, können wir noch ein Trinkspiel aus dem machen. Nun. Aber ja, das Gift, wie langsam es sich hier auflädt, ist schon super angenehm. Okay, dann haben wir hier unten auch erstmal alles erkundet, würde ich sagen. Dann auf zur Bühne. Wird Zeit für den Boss. Lass uns den zumindest nochmal anschauen.